So, jetzt aber. Wunderschön. Ach, oder halt auch nicht, weil die da das beschissene Mikro-Ding hier keinen Bock hat. So. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und ich will nicht sagen, aber... Habe ich nur das Gefühl, oder zieht ihr schon wieder... Unwetter auf? Also der Sturm schon wieder ist zumindest krass. Ich habe ein bisschen Angst, aber egal. So, wir nehmen mal die anderen Banditenlager bzw. halt Raubritterlager aus, um die... Ach, jetzt nimmt doch mein Programm schon wieder nur mit 45 FPS auf. Was ist denn hier los? Egal. Jetzt haben wir wenigstens den Bildwiederholungsaufbau irgendwas Fehler weg. Also wir machen diesen Fausing-Fehler ist weg, dass wir hier dieses Stocken im Bildaufbau haben. Ist auch egal, zu viel technischer Quatsch, den die Hälfte wahrscheinlich eh nicht versteht. Ja, wir nehmen mal die Banditenlager aus, um die restlichen Schematas für unseren ophirischen Freund zu finden. Scheiße, ich glaube, das wäre tiefer. Na hallo. Wieder ein Raubritter, Alter. Aussieht wie direkt aus dem Schlachterhaus und mit so einem Hammer und einer Brille auf und das gibt irgendwie gar keinen richtigen Sinn. Die anderen verbrennen erstmal in Ruhe. Der blutet und brennt jetzt auch. Komischerweise geht das Feuer aber weg, wenn man ihn dann ein paar Mal trifft. Das verstehe ich nicht. Oh, jetzt sehe ich gerade nichts. Brennt ihr mal weiter, ich kümmere mich mal um diesen nervigen Armbrustschützen. Oh, da kommt noch einer aus dem Gebüsch, wo kommt der denn her? Sogar noch einer, wo kommen die denn alle her? Au, dreht mal nicht so... Ach, hier ist auch noch einer, ich dachte, die wären tot. Dreht mal bitte nicht so durch. Schön wie Geralt abwehrt, wenn ich das möchte. Also da kam es jetzt doch, also mich doch irgendwie mehr Energie gekostet und dauert länger, als ich das irgendwie geplant hatte, wenn ich ehrlich bin. Scheiße, wir sind ja so vergiftet, dass wir Energie verlieren. Warum sagt mir das denn keiner? Fuck. Das habe ich nicht gemerkt, dass wir jetzt uns durch die Tränke schon wieder vergiftet haben. Dann müssen wir mal weißer Honig nehmen. Kommt her, ich brauche nicht mehr Energie für euch. Außerdem wäre ich ja eh geheilt, wenn ich sterben sollte. So. Das sollten wir echt häufiger mal versuchen. Ich dachte, einer lebt noch, aber bin mir nicht sicher. Fette der Armins Notizen und goldener Rubinring. Fette der Armins Notizen, 15. Blatt. Unser Ameisensäurevorrat geht bedrohlich schnell zur Neige. Sicher, Meister Ulrich hat Brüder ausgesandt, um die Hauptstraßen zu beobachten, aber ich halte es für mehr als unwahrscheinlich, dass eine Alchemistenkarawane mit Wagen voller Säure an ihnen vorbeireitet. Also müssen wir selbst versuchen, welche aufzutreiben, sonst können wir es vergessen, mehr Fistich zu produzieren. 23. Blatt. Meine Experimente haben gezeigt, dass wir die fehlende Substanz durch eine sehr einfache Prozedur erhalten können. Jetzt muss ich nur noch die Brüder davon überzeugen, dass ein paar Bienenstiche nötig sind. 25. Blatt. Die Gewinnung von Ameisensäure aus Bienengift hat sich als außerordentlich mühsam erwiesen und sie läuft viel zu langsam, um unseren Bedarf zu decken. Vielleicht sollten wir die Methode ändern. Gekritzelte Randnotiz. Idee? In einem abgedeckten Topf über offenem Feuer Urtica Dio
Dioika köcheln und den Dampf in eine Reihe von darunterstehenden Holzeimern kondensieren lassen. Einer davon enthält den Säureanteil und möglicherweise ein Ameisensäure-Derivat. 26. Blatt. Die Brüder sind inzwischen extrem gereizt. Nicht nur wegen der Bienenstiche, sondern auch wegen der Tatsache, dass sie Brennnesseln sammeln müssen. Versuchen also die Produktion etwas preiswerter zu machen. Ich glaube, einer lebt noch, oder? Wir werden jetzt trotzdem erstmal rasten und unsere Tränke auffüllen lassen. Wird zumindest noch ein Gegner angezeigt. Ja, wusste ich doch. Oh, es sind zwei. Fuck. Geil. Was war das denn gerade? Wie hat er das denn gemacht? Warum? Was? Wer? Geht es, wenn man die so betäubt oder was? Also. Nö, das scheint. Ich weiß nicht, woran es lag, dass es geklappt hat, aber das scheint nicht daran zu liegen. Hier, das Brennen hört immer auf, sobald ich dann weiter angreife. Versteht das nicht? Boing! Weg ist der Kopf. Der droppt nichts, wie es aussieht. Strickleiter. Wenn man die wenigstens für irgendwas benutzen könnte. Vielleicht haben die ja durch Zufall das Zeug hier, was ich brauche für meine Tränke, die ich bauen will. Stiefelschema, Rüstung des Ordens Flammenrose, zerknitterter Brief. Muss ich den zerknitterten Brief wieder selber raussuchen? Tour! Ulrich hat mir gesagt, dass ich dir einen dieser gestohlenen Schemata schicken soll. Die will er unbedingt so schnell wie möglich entschlüsseln. Keine Ahnung, was ihn da reitet, aber wie ich ihn kenne, geht es um Geld, ganz bestimmt. Also wenn du was rausbekommst, schreib es erstmal mir, dann schauen wir, was wir als nächstes tun. Dieser Kerl macht mich langsam wütend, sitzt die ganze Zeit auf seinem Arsch und steht nur auf, um uns runterzumachen. Wird Zeit, dass wir dem mal eine Lektion erteilen, Robbe. Aha. Wollten sich dann also langsam aber sicher auf... Wie sagt man auf... Wiegeln? Die wollten auf jeden Fall meutern gegen Ulrich, wie es aussieht. Okay, wie es aussieht, ist hier... Ja, das war's schon. Toll. Gib dem ophirischen Kaufmann die Schemata zurück. Ach, das war's schon. Okay. Ja, hier ist jetzt auch nichts in der Nähe zum Teleportieren, deswegen... Ich überlege gerade, hier war doch jetzt auch irgendwo der... Das Nebenquest mit dem Kräuterkundler, glaube ich. Nee, das war weiter unten. Hä, war nicht hier noch irgendwas? Bei S-Tair? Ich dachte, da wäre noch was gewesen. Ne, da irre ich mich. Okay. Dann mache ich es jetzt einfach so, dass ich hier hingehe und dann von da aus hierhin reise und dann hierhin reise. Aber ich glaube, ich nehme zumindestens... Ich überlege gerade, ob ich jetzt die ganzen Fragezeichen hier wegmache. Ja, ich mache jetzt die Reihe hier weg. Scheint mir irgendwie sinnvoll. Hier sieht es wieder recht bewachsen aus. Ich glaube nicht, dass wir gut durchkommen. Ach ja, stimmt, Bienen. Hier gibt es eine Menge Bienen. Moment mal, die wollen wir natürlich ernten, weil es ist Essen. Hm? Honigwaben. Ich glaube, da sind immer so vier Stück drin, dachte ich. Hallo? Na. Vier Stück. Ich brenne die erstmal alle an, damit die runterfallen. Das dauert ja ewig sonst, wenn ich bei jedem einzelnen warte. So, haben wir noch irgendwo welche?
sehe zumindest keine mehr. Gut, dann können wir ernten. Wo war das jetzt? Ach, jetzt muss ich natürlich auch wiederfinden. Da. Oh, nur zwei. Schade. Ich glaube... Ne, da ist noch einmal. Ich glaube, das war's. Ja. So. Weiter geht's. Mal gucken, was mit den Fragezeichen abgeht. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht direkt wieder auf Banditenlager aka Raubritter treffen, weil wir da jetzt wahrscheinlich erstmal die ganzen Lager platt gemacht hatten. Zumindest die, die eine Mission hatten. Mission. Dann sind wir auch gleich da. Da lohnt sich auch nicht mehr großartig zu reiten. Vielleicht wieder ein paar bewachte Schätze oder Monsternester. Oh, so sehe ich da. Ist das ein Drache? Drachen sind meistens ein bisschen eklig. Oder zumindest ein Dragonoid, also eine drachenähnliche Figur. Ja, eine Wyvern. Mal gucken, wie der abgeht. Da, im Essen war er gar nicht gerafft, dass wir gerade Action gemacht haben, dass wir ihn angegriffen haben. Scheiße, ich wollte eigentlich was anderes machen. Toll, wie wir fast tot sind, weil wenn man es nochmal trifft, sind wir halt tot. So, jetzt können wir zumindest erstmal einen Angriff ab. Der Sprung zurück sorgt immer dafür, dass wir die Angriffe nicht weiter durchbekommen. Sind schon wieder fast tot. Scheiße, was ist denn hier los? Er ist auch fast tot, ich will jetzt nicht sterben. Wir haben halt auch nichts mehr groß zum Heilen, außer Essen. Aus irgendeinem Grund ist unser Schwert schon wieder fast platt. Wieso würden hier immer noch ganz unten, wieso würden da immer noch dieses verbesserte Konstruktöl angezeigt? Ist das schon lange nicht mehr drauf? Sehr merkwürdig. Wir brauchen am liebsten Meister, haben wir nur noch einmal. Moment mal, wir haben doch bestimmt auch so ein Öl gegen Dragonoide. Relikt, Vampir, Ogro, Drago, das. Komm her. Gut, komm her. Sehr gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall besser gekämpft als am Anfang. Was war denn das jetzt? Ein bewachter Schatz oder? Ach, wissen wir noch gar nicht. Hatten wir das Ding hier schon gesehen gehabt? Oder ist das neu? Ne, das ist neu, oder? Außenposten von Drachenmulde. Na? Eine während der Herrschaft von Wisimir dem Gerechten im 13. Jahrhundert, einer Zeit schwerer Grenzkonflikte zwischen Redanien und Temerien, erbaute Verteidigungsanlage. In der darauffolgenden Phase der Entspannung wurde sie nicht mehr genutzt und verfiel schließlich. Ist es ein Gebiet, wo wir schon im Hauptspiel drin waren, oder müssen wir uns das noch anschauen?
Ich werde da mal kurz reingucken, ich weiß es nicht mehr. Es regnet übrigens wieder, mal so nebenbei, ne? Hat man lange nicht mehr. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Oh krass, ein Nest, wo nur ein einziger dieser Art da war, um es zu beschützen, aber wahrscheinlich halt auch einfach, weil es ziemlich starke Gegner sind. Ach nein, jetzt falsch runter, Idiot. Ich sag nichts mehr zum Regen, scheiß drauf. Sieht nach Regen aus. Ach, sag bloß, Geralt, sag bloß. Ich hab doch gerade gesagt, dass ich nichts mehr dazu sag. Hör auf. Und steck mal dein Schwert weg, verdammt. Monsternest. Es scheint irgendwie besonders viel vorzukommen hier in Hearts of Stone. Er hält noch irgendwas in der Hand, eine Fackel oder so. Ich weiß nicht wieso, die haben wir schon lange nicht mehr in der Hand, aber ist okay. Ich sag ja, es sind echt verdammt viele kleine Bugs noch im Spiel. Haben wir die Fackel jetzt überhaupt noch? Ja. Gut, jetzt gucken wir mal. Das war ja wie gesagt zu mehr oder weniger auf einer Linie. Ach so, ich wollte ja mal hier reinschauen. Na gut, schauen wir mal kurz rein. Halt, ich muss nächtigen. Ich habe keine Tränke mehr. Solange wir noch genügend Schnaps haben, ist das alles kein Problem. Können wir uns oft genug heilen. Und mittlerweile müssten wir eigentlich auch wieder ein bisschen Essen gesammelt haben, oder? Verzehrbares. Ja, wir haben halt super viel Alkohol, aber wir haben auch wieder ein bisschen anderes Zeug. 16 Mal Honig allein. Sehr gut. Wir hatten, glaube ich, mal über 100 Wasserflaschen. Irgendwas hat man, glaube ich, mal über 100. Also, essensmäßig. Da war ich, glaube ich, schon mal drin. War da nicht auch irgendwie ein Quest? Sehe gerade gar nichts von Everreck anwesend. Es gibt zumindest keine direkte Markierung. Vielleicht kommt die noch, wenn wir zum Eingang gehen. Oh, hoffentlich kommen wir hier überhaupt lang. Sieht nämlich gerade nicht so geil aus. Komm, mach hier hoch. Geralt. Du bist schon auf ganz andere Stellen hoch. Komm. Ja, komm schon. Na also. Oh, sieht ja auch nicht besser aus. Ah, ich glaube, hier können wir hoch. Na? Hallo, hochziehen. Was ist denn los mit dir? Zieht er sich nicht hoch? Was für ein Umweg wir gehen müssen. Das gibt's doch nicht. Scheiße, Mann. Ich will doch einfach nur zum Eingang. Wo bin ich denn jetzt? Komme ich hier raus oder muss ich jetzt hier in den Tod springen oder? Ich sehe aber auch fast nichts. Ah, hier unten sind Rehe und. Komm, damit es nicht komplett umsonst war. Blut muss. Wichtig. Mann, ich will nicht, dass es regnet. Regen ist scheiße. Ach ja, das war die Geschichte mit dem Wolf, ne? Mit dem Werwolf. Oder? Verwechsel ich gerade. Abgeschlossen. Also entweder war es das, was ich gedacht habe. Nee, es ist glaube ich was anderes, oder? Egal, wir kommen hier auf jeden Fall nicht weiter, deswegen bums egal. Wir rennen jetzt zu dem nächsten Fragezeichen. Entweder war das hier schon mal ein Quest oder es ist noch eins. Ich meine, wir haben über 150 Stunden gespielt, Witcher 3. Ich kann mir auch nicht alles merken. Wo bist du denn da? Oh, er hängt zwischen zwei Bäumen fest. Komm ich da jetzt? Ja, ich komm durch. Kommen wir hier durch? Oh, hier geht ja sogar ein Weg lang oder Trampelpfad oder wie auch immer.
Müssen wir aber hier lang. Sind auch gleich da. Oh. Oder auch nicht. Sind trotzdem gleich da. Hoffentlich komme ich hier hoch. Komm, Geralt. Komm! Spring! Na also. Scheiße, wo müssen wir denn noch hin? Komm. Monsternest. Und ich glaube schon wieder von so einem Dragonoiden-Typ da. Das wird bestimmt ein langer Kampf. Ich mache ja erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.